Meinungsumfragen zufolge steht eine unmittelbare Imageaufbesserung der Tonträgerindustrie bevor. Das hanseatische Duo Das Pack aus Hamburg es veröffentlicht am 20.01.2012 ihr aktuelles Album Das Pack macht doch, was ihr wollt. Sorgte bereits ihr selbstbetiteltes Debüt 2009 für Aufsehen bei freidenkenden Bevölkerungsschichten, haben die Packrocker Pensen und Flotze für den anstehenden Release eine weitere Qualitätssteigerung in den Bereichen Songstruktur, Themenkomplexe sowie allgemeine Power vorgenommen. Zwar habe sich an der Verteilung der Instrumentierung nichts geändert, aber aufgrund langjähriger Experimente auf Bühnen und in Basement-Jams seien Druck und Aussage enorm gereift, so Das Pack über die Optimierung ihres Schaffens. In diversen Kulturmetropolen formierten sich schon am frühen Mittag gelöste Menschen mit subversiven Frisuren auf Wochenmärkten oder öffentlichen Rasenflächen zu ekstatischen Walls of Death, kreiselnden Moshpit-Circles oder wirbelnden Pogo-Wogen. Anliegende Getränkemärkte waren bereits nach kurzer Zeit komplett ausverkauft. Die Auswirkungen von Das Pack sind nicht nur für die Musikindustrie von unschätzbarem Wert. Auch die Literaturwelt ist außer sich. Gesellschaftskritische Betrachtungen Des Packs über vegane Essgewohnheiten, exaltierte Vanillebeeren oder Nutten, aber auch emotionale Ausbrüche und Fallbeispiele zur Einsamkeit lassen das deutsche Feuilleton einhellig jubeln. Kein Wunder, so die Band. Immerhin wären bei aller Steigerung weder Druck noch Drive noch Deepness verloren gegangen. Zudem bliebe durch gelebte Präkomposition die Echtheit gewährleistet. 2012 wird sich dann auch für die breite Öffentlichkeit zeigen, ob das Album hält, was dieser Spot verspricht.